Parkour dauert sicher noch ein bisschen, aber nicht mehr allzu lang, sage ich dir. Weil wir sind jetzt bei 83% oder sowas. Und wenn man nachher mit dem Hubschrauber zu den ganzen Dingen fliegt, geht da schon einiges weiter auch. So. Na, da ist wieder so ein deppertes Wiep-Coolness und ich habe keine Bombe mehr. Glaube ich zumindest. So, und das war's mit dir auch. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Ich habe keine Bombe mehr. So ein Drecksding. Ich glaube, ich kann keine auch mehr bauen. Fertigkeitspunkte halten. Inventar, nein, Inventar ist uninteressant. Alchemie. Schauen wir nochmal, ob wir die Bomben noch bauen können. Irgendeine. Na, keine einzige. So ein Dreck. Oh ja, warte mal, die eine war ja nett. Ah, Blödsinn, schon wieder falsch. Die eine war nur, du besitzt diesen Gegenstand bereits. Genauso wie da. Aber ich kann keine mehr bauen, oder wie? Genau. Ich kann keine mehr bauen, das ist ja schlecht. Oh, Hardcore, was mache ich als Hobby? Hobby ist YouTube für mich, ich muss ehrlich sagen. Es ist für mich einfach ein wirklich geiles Hobby. Ich mache das gerne, mache das wirklich extrem gerne. Und die Kriegsbeute, schauen wir sich, probieren wir nochmal dorthin zu gehen, ob ich da was finde. Und das ist einfach das, ja, das, was mir extrem Spaß macht. Ich sehe das hier sicher nicht als Beruf. Weil sonst würde ich YouTube und Streaming nicht machen, halt. Das ist ein Witz, der ich das, weiß nicht. Das ist mein Hobby. Würde ich jetzt mal so sagen. Achso, da waren die Gegner vorher, die anderen. Halt, Hobby könnte ich auch jetzt noch sehen aus. Weiß nicht, Waffe? Wieso kann der denn nicht? Und wie mache ich die denn unterirdisch tot? Okay, das haben wir gelöst. Muss ich nur mehr abhauen, ohne dass mich die töten. Und sonst hobbymäßig noch Skifahren, aber das wissen eh auch die meisten. Jetzt muss ich da kurz schauen in Alchemie, ob der Peter dabei war. Oder irgendwo. Nein, es war nichts dabei. Wo kriege ich Salpeter her, liebe Leute? Na komm, du müsstest das wissen. Vielleicht hast du eine Ahnung, wo ich noch Salpeter herbekomme. Die habe ich jetzt alle schon abgesucht im Endeffekt. Gibt es da großartig nichts mehr, da kann ich nachher einfach folgen. Ich hätte jetzt keine Fragezeichen mehr. Das bedeutet, wir werden auch dieses Gebiet ziemlich verlassen, schätze ich. Das eine Nest kann ich nicht töten, weil ja kein Salpeter sozusagen vorhanden ist. Wir gehen noch zu dem Kräuterkundler, auf jeden Fall. Weil der wollte ja Honigwaben haben und ich sollte eigentlich welche haben. Normalerweise. Und die würde ich ihm gerne verkaufen. Was wir auch noch vielleicht machen könnten, ist zum Schmied zu gehen. Zum Schmied zu gehen und schauen, ob wir wirklich ein bisschen bessere Ausrüstung noch bekommen. Jo, passt, dein Auto macht das. Deine Bomben und Tränke, die du einmal hergestellt hast, stehen dich beim Meditieren wieder.
danke, dass du das sagst, da komisch. Dann hätte ich dort eher meditieren sollen. Ach Gott, dann hätte ich nicht wegrennen braucht. Dann werden wir aber dann noch mal hingehen, auf jeden Fall, bevor wir das Gebiet verlassen, weil sonst sind sicher wieder irgendwie die halt sozusagen. Ah, na, wie meine ich das? Sind sicher wieder Ghouls dort oder so. Ja. Hast du Kräuter im Angebot? Wo ist Lena? Erzählst du? Kennst du eine, was, namens Claire? Okay. Hast du schon mal von einer Frau namens Claire gehört? Sie hat hier irgendwo gewohnt. Von ihr gehört? So könnte man es auch nennen. Claire war eine Freundin. Der einzige Mensch, der mir in Weißgarten lieb war. Dann bekam ihr Mann Volker Streit mit dem Grundherrn. Er ist daraufhin mit seiner Familie in die Wälder gezogen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Der Herr und sein Gefolge ritten hin, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Es sollte ohne Gewalt und Blutvergießen ablaufen, aber du hast es ja gesehen. Claire hat wohl etwas über Florian gesagt, den Sohn des Grundherrn. Etwas, was den Herrn erbost hat. Aber wer weiß schon die Wahrheit. Reichlich viel Pech für so ein kleines Dorf. So ist das in allen Dörfern, auch den kleinsten. Man muss nur fragen. Aber beenden wir das Treffen nicht tragisch. Hier etwas Trost. Was? 10 Erfahrungspunkte? Für was jetzt? Ja. Ah, 10 Kronen. Wo ist Lena? Erzählst du mir die Geschichte? Ein Haufen Gegenstände hat man Hast die gegeben. Irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Na, ich kaufe nichts ab, weil ich wüsste jetzt nicht, welche Gegenstände ich da wirklich brauche unbedingt. Lebwohl. Und Hardcore, der ist wirklich derb. Die Aussage. Finde ich jetzt. So, dann werden wir jetzt kurz einmal Meditation machen. Na, wir machen länger. Wir machen bis 6 Uhr. Und jetzt habe ich wieder. Jetzt habe ich wieder welche. Muss ich die jedes Mal wieder herstellen, oder? Das habe ich jetzt noch nicht gecheckt. Muss ich das jedes Mal wieder herstellen, oder wird das automatisch? Einmal herstellen reicht. Okay, dann habe ich da sozusagen mehr Stück nachher nur, oder wie? So, wir müssen jetzt wieder zurück zu dem, das ist eben markiert, und dann müssen wir jetzt, müssen wir halt den Weg nochmal auf zu uns nehmen. Markiert einmal den Punkt nicht. Müssen wir den Punkt, den Weg nochmal auf uns nehmen, dass wir dort hintere laufen zu dem dummen Nest, dass wir das auch hinmachen. Und dann müssten eigentlich hier alles in dem Gebiet ziemlich abgeschlossen sein. So, Schnellreise. Einmal herstellen reicht. Bitte, ich stelle alles einmal her und dann habe ich immer unzählig von dem Zeug. Weil ich kann ja jetzt auch ja Bomben. Aber ich habe andere Bomben jetzt auch. Okay, da habe ich aber andere auch hergestellt. Eigentlich sollte ich die auch haben. Aber habe ich nicht. Halt auch irgendwie strange. Oder komisch, keine Ahnung. Das Medaillon vibriert. Das muss ja, ich tue nicht schon wieder. Ich habe eh gerade erst. Gott. Ah, weil ich sie nicht ausgerüstet habe, verstehe. Servus Nancy! Na, jetzt sind da wieder Ghouls.
Ja, mach ich schon. Zerstöre es doch einfach, hau die Bombe hinein und geht schon. Perfekt. Und da ist noch einmal ein Ghoul rausgekommen. Ein kleiner. Perfekt, 75 Erfahrungspunkte noch kassiert. Darf ich von dir auch noch was looten oder war es das dann schon? Manchmal dauert man das zu lange, das Looten. So, dann gehen wir wieder zurück. Schauen jetzt nachher noch in die Stadt hinein, dass wir verkaufen unser Zeug. Dann würde ich sagen, gehen wir in das nächste Gebiet. Keine Ahnung, was wir genau für Nebenquests jetzt hier noch hätten. Ich glaube, hier ist ziemlich alles abgeschlossen. Und wir brauchen sowieso mal wieder neue Sachen. Und ein bisschen stärkere Gegner, weil jetzt haben wir schon ziemlich... Ah, Blödsinn, ich könnte jetzt nochmal Fertigkeitspunkte noch vergeben. Das machen wir alles in der Stadt, aber nachher drüben, würde ich sagen. Ich habe wieder, was sind 4-5 Stück oder sowas. Ach, gerade Nancy, das ist ja das Interessante, dass die Leute das auch lesen können dort. Findest du nicht? Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Darum will ich ja eigentlich Gesprächsthemen. Weil dann können wir über das Thema reden und dann können die Leute noch nebenbei, neben dem Spiel sozusagen mitlesen. So, wir werden jetzt einmal. Pass auf dich auf. Ja, Hardcore, ich nehme auf. Witcher 3 nehme ich auf, weil das kommt auch auf YouTube. So, wir hätten 6 Punkte. Ich will aber jetzt einmal unbedingt. Ich glaube nämlich, das ist nicht so schlecht. Tagsüber regeneriert Vitalität zusätzlich 10 Punkte pro Session, wenn du dich nicht im Kampf befindest. Nachts regeneriert Ausdauer während deines Kampfes zusätzlich 1 Punkt. Das machen wir auf jeden Fall. Muss ich das ausrüsten auch, da? Ja, das muss ich ausgerüstet haben, okay. Und man kann nur 3 ausrüsten, oder wie? Mit was für ein Level schaltet man nachher das andere frei? Ab und ab Stufe 9, okay. Da müssen wir wirklich aufpassen, was wir ausrüsten. Vitalität um 500, jeder Teil leichter Rüstung erhöht den Schaden, kritischer Treffer um 50% Schaden, 5% mehr. Ich weiß nicht, was da am besten ist. Weil starke Angriffe mache ich eigentlich selten. Halt, ich liege lieber mal zurück. Da weiß ich wirklich nicht, was ich am besten nehmen soll. Wann wird das freigeschalten für investierte Punkte 8? Was ist denn das nachher? Erhöht die Chance auf kritische Treffer bei schnellen Angriffen. Eigentlich sollte ich ja das da auch auswechseln. Aber ich hab da nur das da. Oder unter was? Also das ist da. Eigentlich sollte ich da grüne Dinge reingeben. Was haben wir denn da? Hätte Überdose schnellen Wert von Tränken. Öle bewirken. Ja, das sind alles unnötige Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt. Die Rezepte finde ich nicht so cool. Wir könnten das Feuer machen, aber das müssen wir dann ausrüsten auch noch. Ja, wir werden da noch 2 Punkte auf das einmal drauf geben. Das ist die nächste Zeile und wir werden da auf die schnelle Angriffe gehen. Also ich habe keine mehr. Was das Leben? Das Leben hält sich schon noch ohne, okay. Servus Pixel, noch einmal. Oder wenn sie ja eh schon länger da. Jetzt weiß ich wirklich nicht, was ich machen soll. Wie ich das am besten Quests.
Finde heraus, ob Grise sich in Wellen befindet, Novigrad befindet, Skellen befindet, okay. Geh auf den Scheideweg. Level 5, wir sind Stufe 4. Was haben wir für Nebenquests?